Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Brotherhood Box von Brüder 4 Brothers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Brotherhood von Brüder 4 Brothers. Das Ganze am 7.8. erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist ein sehr ungewöhnliches Album. Nicht nur vom Titel und auch von der Band, sondern auch von dem Ganzen, was so dahinter steckt. Denn zum ersten Mal haben wir hier einen Interpreten, der hier scheinbar Deutsch und Englisch in Verwendung hat. Brüder 4 Brothers. Der Albumtitel Brotherhood ist Englisch. Das kommt daher, da hier zwei Länder bzw. auch zwei Kontinente miteinander kooperiert haben. Und zwar haben wir hier auf der einen Seite die Band Freiwild aus Südtirol und auf der anderen Seite haben wir die Orange County Choppers aus New York. Ja, die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie Mucke machen. Die sind eher dafür bekannt, dass sie ein US-Motorradhersteller sind und sich auf Chopper-Sonderanfertigungen spezialisiert haben. Aber wie wir bei diesem Album sehen werden, können sie auch singen. Ja, ich würde sagen, wir schneiden als erstes mal die Folie ab und dann schauen wir uns das Ganze an. So, also wir haben hier eine schwarze Box im Querformat. Auf der Folie hinten war sogar noch ein Sticker mit drauf. Auf dem Sticker haben wir einen Barcode, die Katalognummer, den Albumtitel, den Bandnamen, T-Shirt, Size M. Ja, warum das? Das Ganze gab es in diversen Größen. Ich glaube, von S bis XXL konnte man sich da das Shirt frei wählen. Und ich habe mich natürlich wieder für M entschieden. So, die Box an sich ist in schwarz gehalten. Sieht so aus, als wäre die hier ein bisschen abgestoßen, zerkratzt. Aber das gehört hier alles zum Artwork, also die ist niegelnagelneu. Das Ganze ist hier wirklich nur Optik. Und dann haben wir hier in der Mitte ein riesen weiß-schwarzes Artwork. Sieht echt so aus, als wäre das hier so eine Motorradgang, so eine Biker-Gang, rein so von diesen beiden Schriftzügen hier, von der Anordnung. Also, hier oben haben wir den Namen, Brüder 4 Brothers, dann Brotherhood und dann hier klein links das Logo von Freiwild, dann rechts das Logo von Orange County Chopper. Und in der Mitte ein Totenkopf mit zwei Flügeln, Südtirol, New York, genau, das sind die beiden Heimatbezirke bzw. ja, Heimatgebiete. Und dann haben wir hier noch auf der linken Seite einen Kolben und auf der rechten Seite ein Mikrofon. Auf der Seite lesen wir auch wieder Brüder 4 Brothers Brotherhood, OCC und FW, selbsterklärend. Hier auch nochmal, Brüder 4 Brothers. Und dann lesen wir hier auf Englisch. This box set contains Brüder 4 Brothers, Brotherhood, CD, Digipack, T-Shirt, Patch und zwei Sticker. Ja, darunter die Beteiligten. Das Ganze natürlich erschienen über das Label Rookies and Kings. Dann auch hier wieder das Logo der Orange County Choppers. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist eine Clubbox, geht hier auf. Und als erstes kommt uns hier entgegen das Shirt. Als zweiten Boxinhalt haben wir hier das Album im Digipack. Einen Sticker, einen zweiten Sticker und einen wunderbaren Patch. So, von innen die Box in schwarz. Und nachdem hier nur das Album in Folie ist, machen wir den Rest mal zur Seite und befreien das Album mal. Allerdings nehmen wir uns noch davor kurz diesen Sticker hier vor. So, auch hier wieder die beiden Logos. Einmal Freiwild, einmal Orange County Choppers. Und hier lesen wir, the sensation is complete. Freiwild and Orange County Choppers team up for their first album Brotherhood under the name Brüder 4 Brothers. Ja, auf Deutsch heißt das so viel wie, die Sensation ist komplett, die Sensation ist perfekt. Freiwild und Orange County Choppers schließen sich zusammen für ihr erstes Album Brotherhood unter dem Namen Brüder 4 Brothers. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, machen wir hier mal die Folie auf. Gar nicht so einfach. So, aber genau, jetzt haben wir es.
Damit ist der Sticker auch erledigt. Und dann kommen wir zum Digipack. So sieht das aus, also von der Gestaltung her, vom Cover her, genau wie die Box designt. Auf der Seite wieder zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 10 Stück sind es geworden. Und auch hier an der Tracklist kann man sehen, dass wir sowohl Deutsch als auch Englisch in Verwendung haben. Die meisten sind auf Englisch. Allerdings einer, und zwar Nummer 3, er hat zumindest hier 50% Deutsch, Freundschaft, Brotherhood. Ansonsten sind wirklich hier alle auf Englisch. Es wurden schon diverse ausgekoppelt. Burn Fire, Burn For Me zum Beispiel. Oder auch noch einer wurde ausgekoppelt, wenn es nicht sogar Nummer 3 war. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es wurden meines Wissens 2 bis jetzt ausgekoppelt. Dann haben wir hier die beteiligten Logos und den Barcode. Und dann schauen wir mal rein. Das Digipack gibt es natürlich auch so zu kaufen und auch als Vinyl meines Wissens. So, wir haben hier die CD, links wieder groß, das OCC-Logo. Dann hier wieder der Totenkopf, der geflügelte Totenkopf mit dem Kolben und dem Mikro, Südtirol, New York. Und rechts das Freiwild-Logo. So, in der rechten Stecktasche haben wir ein Booklet. Das kommt auch wieder in diesem Design in schwarz. Und hier haben wir wieder die Lyrics abgedruckt, sehr schön. Dann auch noch klein hier die Credits, also wer den Text und wer die Musik beigesteuert hat. Hier ist sogar echt angeführt, 50%, 50%, also das ist echt top. So, also so sieht das aus. In New York, in Orange County. Hier sehen wir unter anderem Föhre im Gespräch. Sieht so aus, als würden die hier gemeinsam trinken. Wahrscheinlich sitzen sie an einer Bar. So, weitere Tracks, weitere Lyrics. Ja, hier wird wohl gemeinsam U-Bahn gefahren. Die New Yorker U-Bahn. Und hier wird Motorrad gefahren. Also das sind auch so die zentralen Themen hier auf diesem Album. So Bruderschaft, Freiheit, Motorradfahren, Abenteuerlust, Fernweh. Aber eben auch diese Männerfreundschaften. Genau. So, hier ist Jonas mit der Gitarre. Dann wieder hier auf ihren Chopper. Weitere Tracks, die US-Fahne. Dann scheinbar ein riesen Gitarrengeschäft. Und natürlich die Credits zum Album. Und hier nochmal das Logo. Jawohl, so sieht das aus. Dann haben wir natürlich noch die Album-CD. Die kommt hier in so einem ja, hellgrau und schwarz. Auch hier wieder gekreuzt Kolben und Mikro. Und dahinter die beiden Logos und rundum noch eine Kette. So, weiter geht's. Wir haben mit dabei 2 Sticker. Einmal diesen hier, kreisförmig, auch der hier wieder in diesem Design einer Motorradgang. In schwarz und kreisförmig. Und dann haben wir diesen hier, Brüder for Brothers, rechteckig. Also 2 Sticker hier mit dabei. Ein Patch ist ebenfalls mit dabei, auch der hier in kreisförmig. Und ich muss ehrlich sagen, das ist rein so von der Optik, von der Gestaltung echt der schönste, also im Sinne von der Verarbeitung hier, der beste Patch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Was aber auch daran liegt, dass, wenn wir das genauer betrachten, das hier aufgedruckt wurde. Also rundum, der weiße Rahmen, der ist natürlich hier entsprechend vernäht, ebenso wie auch die schwarze Fläche in der Mitte. Aber alles hier dann darin, das Logo, die Schriftzüge, all das wurde hier so draufgedruckt. Deswegen ist das hier auch wirklich so gestochen scharf und hat hier keine Verarbeitungsfehler oder irgendwas. Deswegen sieht das so gut aus. Sehr schön. So, den kann man sich dann drauf machen auf seine Kleidung, wohin auch immer man möchte, um das Ganze hier zu präsentieren. Und als letzten Boxinhalt haben wir mit dabei ein Shirt. Und zwar haben wir auch hier wieder das Ganze drauf. Also hier wieder das Artwork, Brüder for Brothers, Brotherhood, Südtirol, New York. Die beiden Logos, so sieht das aus. Sehr gelungenes Logo. Und auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz. Also kein Backprint oder Neckprint.
Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann legen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe ist frei wählbar. Könnt ihr euch aussuchen, in welcher Größe ihr das haben wollt. Dann haben wir hier diesen Patch, kreisförmig in Schwarz und Weiß. Die beiden Sticker, einmal kreisförmig, einmal rechteckig. Und natürlich das Album an sich im Digipack Brotherhood mit insgesamt 10 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Brotherhood von Brüder for Brothers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr frei wählt bzw. die Orange County Choppers oder Brüder for Brothers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.